G. Er ist nachher zu Gast bei Vorarlberg Live. Zuerst freue ich mich aber auf Simon Kresser, den neuen Geschäftsführer vom Jugendinformationszentrum Vorarlberg, besser auch bekannt unter dem Namen AHA Vorarlberg. Mit seinem knapp 30-köpfigen Team hat er allerhand für die Jugendlichen zu bieten. Auch jede Menge hat er vor. Ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Einen schönen Abend, Herr Kresser. Herzlichen Dank für die Einladung. Das Mikrofon, das nehmen wir mit, dann wird es ein bisschen leichter auch für unsere Zuseher und Zuhörer. 2022 feierte das AHA unter ihrer, also unter Vorgängerin Monika Paterno, das 30-jährige Bestehen. Sie selbst sind ja auch schon über 17 Jahre im Bereich der Jugendarbeit, der Sozialarbeit tätig. Wussten Sie schon selbst als junger Erwachsener schon, dass Sie mit Jugendlichen zusammenarbeiten wollen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich war selber durchaus Nutzer von Jugendarbeit in meiner Jugend und habe recht gute Erfahrungen gemacht mit Persönlichkeiten in der Jugendarbeit. Und das hat mich dann über das Studium der sozialen Arbeit recht schnell eigentlich in die Jugendarbeit gebracht. Und habe dann über mein Auslandssemester in England, wo ich mich dann spezifisch mit geschlechtsspezifischer Jugendarbeit beschäftigt habe, dann auch gleich mal gemerkt, das ist durchaus ein Job, den ich machen möchte. Jetzt sind Sie, wie gesagt, schon einige Jahre dabei, um nicht zu sagen, vielleicht ein alter Hase. Was macht denn für Sie eine gute, eine erfolgreiche Jugendarbeit aus? Ich denke, Jugendlichen muss Platz und Raum gegeben werden, dass sie jugendlich sein können. Wichtig ist, dass man sie begleitet zu einem selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Leben. Dass sie einfach selber gute Entscheidungen treffen können für ihr Leben, die für sie individuell gut sind, aber auch der Gesellschaft durchaus einen Beitrag leisten können. Und da kann Jugendarbeit ganz vielfältige Formen einnehmen. Alleine wenn man sich die offene oder verbandliche Jugendarbeit in Vorarlberg anschaut, gibt es da unterschiedlichste Ansätze. Und ich denke, es sind sehr viel wertvolle Methoden und Modelle dazu zu finden. Und ich denke wirklich, der Hintergrund ist einfach, Raum zu geben und sie begleiten. Ihre Vorgängerin, wie gesagt, die Frau Paterno, die war jetzt jahrzehntelang an der Spitze vom AHA. Wie hat jetzt da die Übergabe ausgesehen, stattgefunden? Konnten Sie da ein bisschen wertvolles Wissen auch mitnehmen jetzt für Ihren Start in die neue Funktion? Auf alle Fälle. Meine Vorgängerin, die Monika Paterno, hat da sehr gute Entwicklungs- und Aufbauarbeit geleistet. Ich bin sehr dankbar, dass ich da auf ein Team getroffen bin, das unglaubliche Erfahrungen mit sich bringt, wo ein guter Mix ist aus erfahrenen Mitarbeiterinnen, aber auch jüngeren Mitarbeiterinnen, wo einfach noch den Draht direkt zu den Jugendlichen haben. Mir ist durchaus bewusst, dass ich da in sehr große Fußstapfen auch tritt. Aber es gibt durchaus jetzt auch Themen in der Zukunft wie KI oder wenn man gerade die nächsten 2 Jahre anschaut, wo einige Wahlen auf uns zukommen, wo das Thema Fake News auch, einfach auch ein großes Thema ist. Denke ich, da geht es jetzt darum, das AHA in die Zukunft zu führen und immer stetig weiterzuentwickeln, wie sich die Jugendlichen und die ganze Jugendarbeit oder die Jugendinformation auch weiterentwickelt. Ja, das haben Sie auch bei Ihrer Bestellung gesagt, dass Sie das AHA zukunftsfit halten wollen und dass es AHA zukunftsfit bleiben soll. Jetzt aktuell macht das AHA Schlagzeilen mit den AHA Mach-was-Tagen. Die stehen unter dem Motto gemeinsam Gutes tun. Jetzt gerade in der letzten Schulwoche eine große Projektwoche, das Sie da veranstalten. Was steckt da dahinter und was wird genau angeboten? Genau, also die Mach-was-Tage sind 2022 das erste Mal durchgeführt worden und aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen haben wir das jetzt so 2023 in Angriff genommen. Die Zahlen, finde ich, sind wirklich beeindruckend. Es haben da dieses Jahr 1200 Schülerinnen mitgemacht. Es sind 51 Schulklassen, die aus 36 unterschiedlichen Schulen kommen, die sich in 30 unterschiedlichen Projekten beteiligen. Die Mach-was-Tage laufen noch bis morgen. Und es ist einfach eine Möglichkeit, dass Schulen in der letzten Schulwoche mit ihren Schülerinnen eigentlich
wie gesagt, gemeinsam etwas Gutes tun, verschiedenste Organisationen kennenlernen, dort mithelfen, im Klassenverband Spaß haben, sich beteiligen, sich sehr positiv einbringen und daraus zum Teil auch spannende Folgeprojekte entstehen und entstehen können. Es gibt da ganz unterschiedliche Partner, die mitmachen. Es ist vor der Marktgemeinde Götzis, es ist Stadtmuseum dabei, es ist die Alpenvereinsjugend dabei, es ist der Verein Führernand, Radio Proton ist dabei. Ja, insgesamt sind es 24 Projektpartnerinnen, die da in Vorarlberg mit den Schülerinnen gemeinsam Sachen umsetzen. Jetzt steht da dahinter auch erheblich großes ehrenamtliches Engagement, auch gerade von den Jugendlichen. Zeichnet sich da irgendetwas auch ab, was die Jugendlichen besonders gern machen, wo sie sich vielleicht auch besonders gern freiwillig engagieren? Ich denke, die Tätigkeiten sind so vielfältig wie die Jugendlichen selber. Wirklich ein Trend, was ihnen extrem Spaß macht, möchte ich jetzt irgendwie gar nicht definieren, weil es einfach so unterschiedlich ist. Es sind zum Beispiel Jugendliche, die haben mit der Marktgemeinde Götzis in Arbogast den Fitnessparcours erneuert, haben die ganzen Wege vor Brombeeren befreit, haben Hackschnitzel gestreut und sind da wirklich handwerklich ins Tun gekommen. Ein anderes Projekt, wo die allgemeine Sonderschule Götzis oder jetzt morgen auch die Mittelschule Dornbirn-Bergmann-Straße mitmachen, das ist das Coffee to Help. Da ist ein Projekt, wo sie zusammen mit der Young Caritas Kuchen und Kaffee an die Leute bringen und diese ganzen Spenden, die sie einnehmen, dann der Äthiopienhilfe zugutekommen. Und ich glaube, es ist einfach für junge Menschen ist ein Zugang, sich beteiligen, zu gesellschaftlich auch einzubringen. Was wir einfach auch merken über unser Anerkennungssystem AH+, dass Jugendliche wirklich Bock haben, sich einzubringen. Und gerade in diesem Anerkennungssystem, wo sie auch Punkte sammeln können, sehen wir das recht gut, dass sie sich für die unterschiedlichsten Einsätze melden, sei es mal ein Bardienst bei einem Sportverein, sei es irgendeine Unterstützung bei einer Kunstgalerie. Ich denke, die Aufgaben sind sehr vielfältig. Und viele Jugendliche können einfach auch bei diesen Tätigkeiten mal ein neues Interesse entdecken bei sich. Jetzt haben Sie eine sehr gute Buchungslage, die ganzen Kurse scheinen gut besucht zu sein und trotzdem jammern doch sehr viele, dass das fehlende ehrenamtliche Engagement gerade auch bei Jugendlichen doch zu wünschen übrig lässt. Sie bieten sogar Tipps an auf Ihrer Webseite, wie man Jugendliche doch ein bisschen motivieren kann, damit die da auch eher Fuß fassen. Ist es ein Staatsgeheimnis oder würden Sie mit uns diese Tipps teilen wollen? Ich würde in erster Linie sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Jugendthema, dass das Engagement gesellschaftlich vielleicht rückgängig ist. Ich denke, das können wir in jeder Altersgruppe feststellen. Ich glaube, viele Vereine haben damit zu kämpfen, dass ehrenamtliche Positionen schwer zu besetzen sind. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass man einfach früh genug Zugänge schafft, dass Jugendliche einfach sich ausprobieren können und genau diese Interessen geweckt werden, dass sie sich später einfach auch gesellschaftlich engagieren. Jetzt stehen wir kurz vor der Ferienzeit und Ferienzeit ist ja bekanntlich auch die Zeit der Praktika, also der Ferialjobs, wo die jungen Leute sich auch gern und gut ein bisschen was dazu verdienen können. Spielt das AH auch eine wichtige Rolle? Als Jobvermittler, wie positionieren Sie sich da? Wie ist die Rückmeldung der Firmen, wenn da die jungen Leute zu Ihnen kommen, um ein bisschen sich das Taschengeld aufzubessern? Genau, also unsere Ferienjobbörse ist sicher eines der meistgeklickten Punkte auf unserer Website, die schon seit Jahren sehr beliebt ist und natürlich bei den Jugendlichen, weil es eigentlich die größte Übersicht über offene Ferialjobs in Vorarlberg bietet. Und auf der anderen Seite für die Firmen, von denen wir sehr gute Rückmeldungen bekommen, dass sie sich zum Teil kaum retten können, weil die Anfragen über die AH-Plattform kommen. Mir hat gerade eine Mitarbeiterin heute zurückgemeldet, also haben sich noch Firmen gemolden, wo noch neue Jobs auf die Plattform gestellt haben. Es sind momentan noch einige Jobs zu haben, was durchaus für die Jugendlichen natürlich ein gutes Zeichen ist.
ja, das Angebot ist groß und es wird sehr gut angenommen. Also gesehen habe ich Stand heute Mittag, dass es noch über 150 freie Stellen gibt. Also da sind noch einige Klicks offen. Viele Jugendliche kommen natürlich auch erst so mit Beginn der Ferienzeit drauf, dass es ganz günstig wäre, vielleicht dazu ein paar Euro zum Verdienen, und haben das vielleicht noch nicht so im Voraus geplant oder waren einfach noch im Schulstress bis jetzt zum Ferienbeginn. Und ich denke, dass da schon auch einige Jobs vermittelt werden. Kommen wir auch zu einer weiteren Lebensrealität von jungen Leuten, die ja sich auch immer öfter online darstellt, gerade in der virtuellen Welt. Wie reagieren Sie mit dem Jugendinformationszentrum Vorarlberg auf diese Entwicklungen? Ja, Jugendliche unterscheiden natürlich viel weniger wie jetzt unsere Generation zwischen analoger und digitaler Lebenswelt. Für sie ist das eins und das ist, diese Welten gehen sehr fließend ineinander über. Für uns als AHA, wir sehen unseren Auftrag darin, die Jugendlichen zu begleiten, dass sie an wirklich objektive Informationen kommen. Das Internet bietet unterschiedlichste Informationen und Unterstützungen und natürlich auch sehr spaßige Sachen. Wir haben verschiedene Workshop-Formate, bei denen Jugendlichen lernen können. Auf der einen Seite, was ist mein Wert im Internet? Bezahle ich oder sind alle Angebote gratis oder bezahle ich es mit meinen Daten? Da geht es ganz stark darum, Jugendliche zu sensibilisieren, welche Daten sie im Internet freigeben oder bekannt geben. Auf der anderen Seite geht es auch darum, wie verhalte ich mich im Internet, welche Wirkung erzeuge ich im Internet oder in sozialen Netzwerken. Und ich denke, da ist es wichtig, einfach Jugendliche zu begleiten, ihnen gute, überprüfte, qualifizierte Informationen bereitzustellen, mit denen sie nachher selbstständig weiterarbeiten können. Für mich ist immer dieses Symbol, das Internet mit einem Wald zu vergleichen, sehr, sehr, sehr eindrücklich. Es ist ziemlich unbestritten, dass ein Wald sehr viel positive Effekte auf Kinder und Jugendliche hat und dass sie da sehr viel erleben können, aber natürlich auch sehr viele Gefahren herrschen. Und man würde niemals ein Kind irgendwie alleine im Wald aussetzen und sagen, so, jetzt kannst du dich hier beschäftigen, jetzt kannst du hier viel lernen. Und dasselbe ist es mit dem Internet. Das Internet bietet unglaubliche Möglichkeiten für junge Menschen, aber natürlich auch Gefahren. Und da kann man sehr sensibilisieren. Wir probieren das mit unterschiedlichsten Formaten, unterschiedlichen Informationen und Herangehensweise, da eine gewisse Sensibilität zu erzeugen. Das ist ja dann nur noch ein Steinwurf entfernt zum vorher schon genannten Stichwort Fake News. Wie groß ist das Problem denn wirklich? Wie nehmen Sie das wahr jetzt in all den Jahren in Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen? Wie ist Ihre Erfahrung mit dem Umgang mit diesen Falschinformationen? Wie geht es da den Jugendlichen draußen wirklich? Ja, wie gesagt, Algorithmen und soziale Netzwerke haben natürlich ihre eigene Dynamik und verleiten ganz schnell oder können auch so aufgebaut sein, dass sie sehr, sehr real und glaubwürdig wirken. Uns als AHA ist es wichtig, Jugendliche hinsichtlich einer gewissen Quellenkritik zu sensibilisieren, dass sie befähigt werden, herauszufinden, wer steckt hinter gewissen Informationen, wie kann ich unterschiedliche Informationen beurteilen. Und so durchaus auch schauen, wo ist der Unterschied zwischen Fakten und Fake. Und dennoch ist mir aufgefallen, dass Sie den Jugendlichen wirklich auch dezidiert aufmerksam machen, was es denn alles auch analog zu erleben gibt. Also weg von der virtuellen, weg vom Smartphone, die 25 Ideen für den Sommer. Warum braucht es wirklich diese Ideenratgeber? Ja, Corona hat natürlich sehr viele Jugendliche an digitale Geräte gebunden. Ich glaube, da kann man mit unterschiedlichen Beratungsstellen sprechen, die mittlerweile diese Corona-Nachwirkungen begleiten dürfen oder müssen. Ich denke, es ist da
wichtig, dass Jugendliche ein breites Repertoire an Möglichkeiten haben und selbstständig entscheiden können, heute treffe ich mich lieber irgendwo draußen in der Natur mit meinen Freunden oder heute nutze ich einfach das Kommunikationsgerät, Handy oder spiele irgendein Spiel. Denn wichtig ist einfach nur, dass man sich nicht auf ein Medium komplett konzentriert und dieses komplette Repertoire, das eigentlich den Jugendlichen zur Verfügung steht, dass es nutzbar gemacht wird. Und dazu gehört auch die Natur oder Sportmöglichkeiten, verschiedenste Ausflugmöglichkeiten. Und ich denke, repressive Ansätze sind da wenig hilfreich. Uns begegnen immer natürlich wieder diese Ansätze, wo man sagt, ja, man soll den Jugendlichen einfach mal das Handy verbieten oder irgendwas. Ich bin da eher ein Gegner dafür. Es geht um eine sinnvolle Nutzung dieser Geräte und natürlich auch einmal diesen Flugmodus oder Ausschaltknopf zu finden. Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, uns steht nächstes Jahr ein großes Wahljahr bevor. Landtagswahlen, Nationalratswahlen, auch die Europawahl wird ein Thema sein. Das Wahlalter, da wurde 2007 von 18 auf 16 Jahre gesenkt. Also es geht da auch um viele wichtige Stimmen für die einzelnen Lager in der Politik. Wie groß ist die Politikverdrossenheit bei den Jugendlichen aus Ihrer Sicht? Oder ist es Ihnen auch wirklich wichtig, mitzubestimmen? So wie wir das wahrnehmen, ist es den Jugendlichen sehr wichtig, mitzustimmen, mitzubestimmen, mitzureden. Oft fehlt es ihnen aber an Zugängen. Da gibt es schon ganz spannende Formate in der offenen Jugendarbeit, wo man mit kleinen Beteiligungsformaten beginnt. Wir im AHA haben verschiedene Workshop-Formate, zum Beispiel den Frageraum Politik, der schon seit Jahren durchgeführt wird, wo ganz niederschwellig Jugendliche mit politischen Menschen in Kontakt kommen, ihre Fragen im persönlichen Gespräch den Politikerinnen stellen können, um so einfach auch dieses System lernen zu verstehen, aber auch merken, dass sie selber eine Wirksamkeit haben und diese Wirksamkeit auch einbringen können. Und natürlich in einer sehr adäquaten Form des gesellschaftlichen Beitrags. Welche Rolle spielt da dabei die politische Bildung, die Sie in der Schule erfahren oder vielleicht auch in Ihrer Organisation? Politische Bildung ist sehr wichtig, dass man sich einbringt. Ich denke immer, es beginnt schon eigentlich einen Schritt davor in der Persönlichkeits- oder in der Identitätsentwicklung, dass Jugendliche mal spüren und feststellen, wer bin ich selber, was möchte ich machen, welche Wege möchte ich einschlagen und das als Basis, um sich auch später irgendwie gesellschaftlich einzubringen. Ganz kurz möchte ich noch auf einen Punkt kommen, der mir auch ins Auge gesprungen ist, die psychische Gesundheit. Nach den Monaten, nach den Jahren jetzt der Pandemie spüren wir in der Gesellschaft die Ausläufer. Gerade auch die Jugendlichen haben da eine schwierige Zeit hinter sich. Auch hier sind Sie Anlaufstelle für ein entsprechendes Angebot. Ganz klar haben wir natürlich keinen Beratungsauftrag, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Für das sind wir auch nicht ausgebildet im AHA. Auch hier ist es uns wichtig, objektive Informationen bereitzustellen. Jugendliche orientieren sich natürlich in sozialen Netzwerken und suchen dort auch Unterstützung. Es ist ein Thema, das immer noch sehr tabuisiert ist. Diesen Vorteil haben die sozialen Netzwerke, dass es momentan eher aufs Tableau kommt und auch darüber geredet wird, was ich als sehr positiv empfinde. Aber natürlich, wenn ich mir irgendwelche Gesundheitstipps über TikTok suche, kann ich nie sicher sein, wie hilfreich das Ganze ist. Wir versuchen durchaus zu anderen Beratungsstellen zu vermitteln. Vermitteln die Jugendlichen zum Teil auch in die offene Jugendarbeit, wo das Beziehungsangebot sehr, sehr gut ist zu den Jugendlichen, dass die Jugendlichen dann zu Beratungsstellen begleitet werden können. Und wir schauen einfach, dass wir einen Überblick über die wirklich adäquaten Beratungsstellen im Land, die ja eigentlich sehr gut sind, dort einfach in den Jugendlichen das zeigen können und sie begleiten können. Kommen die Burschen und die Mädchen eigentlich eher alleine zu Ihnen ins AHA, um sich zu informieren? Oder haben die doch schon oft jemanden mit dabei als Unterstützung? Es hängt ganz von den Themen ab. Gerade wenn es um internationale Sachen geht, kann es durchaus sein, dass die Eltern da mal begleitend dabei sind. Bei vielen Jugendlichen
kann man auch einfach schnell einmal so hinein, mit noch keiner konkreten Anfrage. Und im persönlichen Gespräch ergeben sich dann die Interessen und es werden Ihnen mal die Möglichkeiten aufgezeigt, was es überhaupt ja zu tun gäbe. Was kann ich nach der Schule machen? Kann ich auch mal ein Jahr im Ausland verbringen? Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Und da geht es auch darum, einfach diese Vielfalt an Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, man merkt es eh schon und ich komme damit schon langsam zum Schluss. Der internationale Austausch ist Ihnen persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Warum sind diese internationale Netzwerke, warum haben die diesen wichtigen Stellenwert für Ihre Arbeit? Das AHA ist natürlich die koordinierende Stelle für internationale Projekte in Vorarlberg und beherbergt das Erasmus Plus Programm, bei dem es also wir haben unterschiedliche Ansätze. Ich denke, Österreich liegt mitten in Europa. Die Grenzen zu den Nachbarländern sind sehr nah. Es ist ganz wichtig für Jugendliche, auch dieses europäische Umfeld kennenzulernen, um die eigenen Perspektiven weiterzuentwickeln. Wir haben auch den ESK, das Europäische Solidaritätskorps, hat einen gewissen sperrigen Namen, früher besser bekannt unter Europäischer Freiwilligendienst, wo einige Jugendliche aus Vorarlberg momentan im Ausland sind. Ich denke, es sind so um die 15 Jugendliche und 10 Jugendliche aus dem internationalen Ausland bei uns in Vorarlberg aktuell sind. Wir haben verschiedene Feriencamps, die über Landle Goes Europe jährlich organisiert werden. Dieses Jahr geht es nach Finnland, Luxemburg und Deutschland, wo immer ein unterschiedlicher Themenschwerpunkt ist. Einmal geht es um Unternehmertum, einmal geht es um digitale Welten. Und da geht es darum, Jugendliche aus anderen Ländern, anderen Kulturen lernen sich kennen, lernen voneinander, bringen dieses Know-how auch wieder zurück nach Vorarlberg und können es wieder für ihre eigenen Entscheidungen gut anwenden. Sie als AHA oder Ihre Organisation, das AHA, ist ja auch Erasmus Plus zertifiziert. Daraus ergeben sich ja wiederum Vorteile für die hier ansässigen Vereine zum Beispiel. Welche Vorteile ergeben sich dann da genau? Genau, also grundsätzlich sind natürlich diese EU-Anträge zum Teil sehr, sehr umfangreich, zum Teil, wenn man das zum ersten Mal macht, auch recht kompliziert. Bei uns im AHA finden verbandliche oder offene Jugendorganisationen Ansprechpersonen, die sie dabei unterstützen, Jugendbegegnungen oder unterschiedliche Formate aus dem Erasmus Plus Angebot umzusetzen. Wir unterstützen bei der Antragstellung, wir informieren, welche Möglichkeiten bestehen, welche Projektpartner im europäischen Land vorzufinden sind. Und das erleichtert maßgeblich eigentlich die Umsetzung eines internationalen Projektes. Jawohl. Diese Infos, die gibt es beim Jugendinformationszentrum Vorarlberg, also beim AHA. Vielen Dank dem Geschäftsführer, der heute zu Gast war. Vielen Dank, Simon Kresser. Dankeschön.